geben. Guten Abend, Altenburg, liebe Thüringer, Gäste, liebe Patrioten. Die Bärbel hat ja das ähnlich am Anfang schon gesagt. Ich bin sowas wie ein Urgestein der Thüringer AfD, auch wenn man es mir vielleicht noch nicht so ansieht. Aber vielleicht für einige im Saal, die mich noch nicht kennen, eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Markus Bühl, das wurde ja schon genannt. Ich bin 40 Jahre alt, gebürtig aus Ilmenau zwischen Suhl und Erfurt, Mitbegründer der AfD Thüringen im April 2013, Juni 2013 dann Mitbegründer unseres Kreisverbandes Ilmkreis Gotha und im Bürgerbüro bei Olaf Kiesling seit Herbst 2014. Die Liebke hat ja gerade den Termin genannt. Wir sind jetzt 3 Jahre, es jährt sich, also dreijährig, 3 Jahre alt. Ich bin also Referent beim Abgeordneten Olaf Kiesling in Arnstadt im Bürgerbüro und dann noch in der Fraktion im Thüringer Landtag. Das hat was mit meiner beruflichen Herkunft zu tun. Ich bin studierter Informatiker und seit 2004 in diesem Bereich auch selbstständig. Und hier hat sich für mich die Möglichkeit geboten, mein Interesse an Politik mit meinem beruflichen Hergang entsprechend zu verbinden im Thüringer Landtag. Bin also dort der Ansprechpartner für die technischen Dinge. Zunehmend sind wir mit unserem Bürger... Zunehmend sind wir mit unserem Bürgerbüro eine wichtige Anlaufstelle geworden und viele fleißige Mitglieder und Förderer helfen dabei, dass wir als Partei weiter wachsen. In den letzten Wochen im Wahlkampf erlebten und erleben wir so viel Zustimmung, spontane Hilfsbekundungen, Mitglieder oder Sympathisanten bieten uns ihre Zeit an, um Wahlkampfzeitungen auszutragen, am Infostand mitzuhelfen, zu plakatieren. Und da möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, auch für die, die hier im Saal sitzen, ihr seid spitze, vielen, vielen Dank dafür. Aber warum engagiere ich mich politisch? Was möchte ich für Thüringen und Deutschland verändern? Kurz gesagt, das hat Björn heute auch schon gesagt, den Satz, aber ich habe den auch schon eine ganze Weile dabei. Und zwar, ich möchte Deutschland vom Kopf zurück auf die Füße stellen, das ist mir ganz wichtig. Und vielleicht auch da nochmal ein kleines Stück in meine Biografie rein. Viele Jahre habe ich die Politik von außen mitverfolgt und musste, wie wahrscheinlich viele andere Bürger, miterleben, dass sich die politische Meinung immer weiter von der Meinung der Menschen auf der Straße entfernt. Ein politischer Mensch bin ich schon seit früher Jugend. Im Herbst 89 stand ich in Ilmenau an der Seite meines Vaters bei den Herbstdemonstrationen und habe selbst gemalte Plakate in die Höhe gehalten. Ich hatte noch ein Jahr Staatsbürgerkundeunterricht und konnte dadurch schon sehr früh ein Gespür entwickeln, was den Versuch der Meinungsmanipulation betrifft. Die Wiedervereinigung um die 90er Jahre habe ich, trotz aller Hürden gerade für unsere Region, als eine schöne und notwendige Zeit erlebt. Es ging sichtbar aufwärts. Aus teils grauen DDR-Städten wurden wieder Schmuckstücke, wie jeder, der heute zum Beispiel durch Erfurt, Jena oder Gera läuft, sehen kann. Sehr schmerzhaft war, miterleben zu müssen, dass große Teile vor allem der jungen Generation wegzogen und viele Thüringer, die schon zu DDR-Zeiten im Erwerbsleben standen, mit großen beruflichen Umbrüchen zu kämpfen hatten. Ich denke, das geht einigen im Saal hier, ging das so. Mein Vater hat eine Zeit lang nach der Wende täglich von Ilmenau ist er bis in die Nähe von Bamberg gependelt, um Haus und Familie durchbringen zu können. Davor habe ich noch heute großen Respekt. Und da mussten wir in den 2000ern miterleben, wie die Altparteien anfingen, den mühsam, gerade bei uns im Osten, aufgebauten Wohlstand und den sozialen Frieden zu gefährden. Allen voran die Politik von Angela Merkel und der von ihr umgebauten CDU. Nicht schlagartig, aber Stück für Stück sozusagen in Salamitaktik. Markus, kurz und... Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, auch wenn es unhöflich ist, aber draußen der Fahrer vom Auto LZV 2012 möchte bitte dringend das Auto wegfahren. LZV 2012, bitte dringend das Auto wegfahren. Vielen Dank. Danke, Markus. Gut, dann machen wir weiter. Der ausschlaggebende Punkt meines Engagements war dann 2012 gekommen, als man mit der Zusage zum ESM, kennen Sie sicher den europäischen Stabilitätsmechanismus,
Deutschlands finanzielle Souveränität de facto aufgab und sich auf ein europäisches Schuldenabenteuer von gigantischem Ausmaß einließ, ohne bis heute absehbares Ende. Zum ersten Mal seit der Wende hielt ich wieder ein Plakat in der Hand, als ich zu einer Demonstration nach Karlsruhe fuhr, um in der Nähe des Bundesverfassungsgerichts gegen den ESM zu demonstrieren. Und dann, das ist bekannt, rund ein Jahr später gründeten wir die AfD, die für uns und Millionen deutscher Bürger das lang ersehnte Licht am Ende des Altparteientunnels ist. Mein vorrangigstes Ziel ist es, wieder Politik für den Thüringer Bürger zu machen, anstatt ihn ständig hinter übergeordneten Interessen einzureihen. Das zentrale Element unseres Wahlkampfs ist unser Bundeswahlprogramm, Wiebke hat es schon angesprochen, welches von einer breiten Mitgliederbasis der AfD erarbeitet wurde. Da natürlich heute Abend eine umfängliche Vorstellung des Programms den Rahmen hier deutlich sprengen würde, will ich mal zwei Beispiele herausgreifen. Zum einen die Volksentscheide. Da steht geschrieben, das Volk muss wieder zum Souverän werden, mit einem größeren Einfluss auf das Parlament. Die AfD fordert Volksentscheide nach Schweizer Vorbild und über den Verbleib Deutschlands in der Eurozone und gegebenenfalls der EU. Und da die Quizfrage in den Raum: Was glauben Sie, welche Währung hätten wir denn heute, wenn das deutsche Volk über den Erhalt der deutschen Mark hätte abstimmen dürfen? Und ganz, ganz wichtig, eigentlich der wichtigste Punkt in der momentanen Situation, natürlich die wirksame Kontrolle der Außengrenzen. Bevor wir über fast alle anderen Themen reden, sei es Sozialpolitik, sei es innere Sicherheit und so weiter, ist die effektive Überwachung unserer Grenzen zuvor sicherzustellen, da durch die derzeit massenhaften illegalen Grenzübertritte die anderen Themen förmlich aus den Angeln gehoben werden. Aber liebe Freunde, ein Papier mit sinnvollen Programmpunkten ist natürlich erstmal nur ein Papier. Wir müssen bereit sein, für unsere Werte zu stehen. Nicht für diese seltsamen Werte, die der Kriminalität in unserem Land Tür und Tor geöffnet haben. Drogen, Prostitution, Kinder- und Rentenarmut, Genderwahnsinn, eine Riesenverschuldung, unkontrollierte Masseneinwanderung in die Sozialsysteme, eine kaputte Infrastruktur, eine Gerichtsbarkeit, die lachhaft und vom Gerechtigkeitssinn vieler Bürger meilenweit entfernt ist. Nein, liebe Freunde, das sind nicht unsere Werte. Unser Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, darum geht es. Wir hatten genügend Kriege in Europa in den zurückliegenden Jahrhunderten. Wir brauchen in Deutschland keine Pariser Verhältnisse, denn wir haben schon genug Probleme. Kurz und knapp, Deutschland ist unser Land, unsere Heimat, das sind unsere Werte und Traditionen. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam dafür einstehen, holen wir uns unser Land zurück, wählen Sie am 24. September mit Ihrer Erst- und Zweitstimme die Alternative für Deutschland. Vielen Dank.